Ja. Benzin. LKW wegmachen von den Schienen. Das hört sich auf jeden Fall. Ja, wir sollten auf jeden Fall erstmal die Straße sperren. Nicht, dass da irgendwelche Zombies oder sowas hinterher laufen dann noch die Zombies in den Weg und die sind dann tot. Das wäre ja auch nicht schön, ne? So, hier oben ist genau nichts. Frage ich mich jetzt gerade, wie die hier hingekommen sind, aber passt schon. Ne? Okay. Oh Gott. There's no way I'm pulling anything apart down there. There's no way I'm pulling anything apart down there. Let's go talk to your people, man. Oh, me. What? Oh. Generator. Mal wieder. It's empty. Empty. That's what I figured. Empty, empty, empty. Immer alles empty, ey. Boah, Zombie-Apokalypse nervt, ey. Na, na, na. Klemmen. Mit Klemmen kann ich nicht. Oh, okay. Guys, this is Omid and Krista. Not big on welcomes. Like I said, it's been a bit of a day. We just wanted to say hi and say your train is pretty cool. But we are not looking for charity. We could help you guys, though. Maybe. So, yeah. Hi. Again? These two are joining us. We'll see about that. Gotta be careful about newcomers, I say. I don't know what it is. I could tell you two are good people. You want to start in on that tanker? I'll get to know the girl for a minute, if you don't mind. And why don't I show you how this thing works, in case something happens? Really, Ken? It's probably for the best. Someone might want to have a look inside of that station back there, too. Sounds great. Let's do this thing. Ich zieh da einfach mal dran, ne? Schöne Musik gerade. This would create one hell of a fireball if we tried to blast through. Kann ich da jetzt echt zum... Ne, wollte schon sagen. Oder etwa doch. Oh Mann, ja, reden wir erstmal mit den beiden. Krista und Clementine. Hey there. That's a pretty useful radio for her to be holding on to, no? It's busted, but it means something to her. Oh, I understand. Careful, she's a crack shot now. You got this girl shooting guns? Look, I don't need a lecture. You weren't getting one. It's good. She should be able to take care of herself. Was bewegt ihr denn im Mund? Where are you from? San Francisco. Jeez, a long way from home. I blame the one in there. He wanted the Great American Road Trip. Well, he got a little more than he bargained for, huh? Who the hell is into Civil War history anyway, other than old white guys? Wonderful. You two will be thick as thieves. Mm-hmm. What were you two arguing about when I was coming up the ladder? Nothing. If you're gonna be around for a while, be good to know what baggage you got. Then maybe we won't be around for a while. Not sure how we'll get that tank down. Maybe ask Omid. He likes to break things. Mhm. Geh mal da rein, ich hab keinen Bock. Achso, der ist das. Haha, der ist immer am Gitarre spielen. Ah, sagt er. Got a clear view up there? Yeah, we're good for a ways. Thank God. We need someone, anyone, to come along and exterminate them or something. Walkers, man. You know, sometimes you might see me take care of one because I have to. Don't start thinking they don't horrify me. I'm glad somebody else feels that way. I'm telling you, Lee,
If they ever get a hold of me, and I know I'm not getting out of it, that's it, man. I'm just gonna punch my own ticket. Punch your own ticket? Yeah. Take myself out. Don't be dramatic. And don't let them get a hold of you. Well, I'm glad someone's managed to keep the spirit. Gehen wir da erstmal jetzt, ja, erstmal zu den beiden hoch und dann zum Bahnhof. I don't know what that does yet. Don't touch it. I said don't touch it, jackass. Teaching them anything? Trying to. Learning the ropes? Can't be too hard, right? There are a lot of levers I can't wait to use. I said if something were to happen to me. Maybe we can drive in shifts. We'll see. How have you two made it this far? You seem dangerously normal. Krista doesn't let us join groups. And I'm a fucking scrapper. I got the feeling she takes care of you. Please. I've saved her ass hundreds. Tens. Sometimes. You like Civil War history, huh? Fuck yeah. What do you know about some Quantrill's raid? Well, it happened about 1,000 miles that way. Well, yeah. And we're headed the other way. But if it's somehow not crawling with the dead, there should be some cool things to see. Excellent. Don't tell Krista, though. That won't be as big a selling point for her. You got it. How long since you've been home? Like 6 months. We were on the road for a while, and then... You know. That's rough. Her cat is gonna be pissed. Talk to you later. So, dann gehen wir mal zur Station. Achso, nach oben brauchen wir jetzt nicht. Maybe I should check out that train station. Oh, jetzt bitte lauf da nicht hin. Komm, Schnitt. Jetzt Schnitt und dann. Can I follow you over there? You don't like the new girl? I do, but it's like we're a team, like you said. Yeah, all right. Come on. Clementine and I are checking out this train station, all right? Hustle over if you hear anything. Farbe, weiße Farbe. Okay, hier scheint ja kaum was zu sein. Außer weiße Farbe. Ach, guck mal. Survivor. Somebody must have been pretty desperate. Survivors inside. Überlebende drin. Zeichen. Irgendwelche Werbung oder sowas. Voll interessant und so. Schade, dass die Musik wieder weg ist. Diese Episode ist sehr musikarm, möchte man sagen. That paint has been dry for months. Nicht gut. Nicht gut, wenn die seit Monaten getrocknet ist, dann ist da drin, wenn da was drin ist, vermutlich auch nicht mehr so ganz trocken. Nee, Moment, so ganz flüssig. Oh. Clementine. You should wait for me before trying to open doors. Sorry. Luckily it's locked. We'll get better at working together. Erstmal umgucken, ne? Immer erstmal umgucken. Doesn't look like that thing's worked in years. Na gut. Jetzt hätte uns schon jemand am Fenster gesehen. Brechen wir die Tür einfach mal auf, ne? Won't budge. The window's open up there. Maybe I could look in? Why don't I put you on my shoulders and you can peek into that window up there? Sounds good.
Okay, I can see in. What do I do now? What do you see? Lots of crates and stuff. Maybe we can find the key or figure out a way to knock this door down. Kenny'd probably have me pick the lock, which actually might work now that we have the time. I think I opened it. For real? I think so. Echt jetzt? Well, I'll be damned. Hä? Warum machst du die dann wieder zu? Let's go. Be careful. I'm supposed to tell you that. Ist das jetzt die Tür, die sich so... God damn, it's dark in here. Maybe I can hold the door open? I don't like that. I'll prop it open with something. War das jetzt so eine tolle Idee? Ich weiß nicht. Nee. Rein. Komm. Mann, jetzt schlägt da schon wieder dieses... So, vielleicht geht's jetzt wieder. So. Okay. Can't reach him from here. Ach. Ha. Huh. Verrückt. Die ist bestimmt abgeschlossen. Locked up good. Sag ich ja. Reden wir doch mal mit der Kantine. How we doing? Good. What do we need? Something to help us deal with the tanker out there. Hm. Echt? Ach, nicht schon wieder. There's some space up there, but not much. We're lucky and so little. Yeah, we are. Also, Clementine, dann... You okay going over the top of this fence? Yeah, definitely. Wow. Go on and grab the keys, Clem. Come on, scoot. Behind you! Oh, nee. Fuck! Oh, Clementine, komm. Clementine, Clementine. So, oh nee, oh, okay. Ich sollte lesen, wenn da steht W und so. Oh, oh, oh. Du, ich hab Hunger. Ah, okay, nochmal. Go on and grab the keys, Clem. Come on. Scoot. Behind you! Hallo! Fuck. Das war irgendwie so klar. So, und was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Na! Okay, ich muss erst die Zombies irgendwie weghauen. Oh, jetzt so. Ach, guck mal, da kommt er raus, du Leckerli. Nochmal. Die wäre jetzt voll gearscht gewesen. Gut, dass wir nicht sterben können. Ach komm, ja, wir wissen's. Behind you! Oh, oh, oh mein Gott, da habe ich gar nicht mitgerechnet jetzt. Scheiße. So, noch einmal bitte. Hier, guck mal, den. Oh ne, Mensch, immer der, ey. Kann man das nicht überspringen jetzt? Oh. Also, der Linke. Immer der Linke. Immer der Linke. Auf den Linken aufpassen. Ganz wichtig, der Linke ist der Böse. Ich wette, jetzt erwischt mich der Rechte. Behind you! Fuck! Oh, dann so. Das bringt
bringt sowas von gar nichts anscheinend. Mann, ey, wie soll ich das denn schaffen? Was soll das denn? Wie geht das denn? Ich habe ja nicht viel Möglichkeiten, als abzuhauen oder die zu treten. Go on and grab the keys, Clem. Come on. Ja, behind you, ich weiß es. Hinter dir. Ach komm. Kuckuck. So, jetzt machen wir direkt die W-Attack. W. Na, ey. Hallo? Sorry, aber kann ich jetzt die Clementine nochmal? Die müsste ja in die Waffe drankommen, ne? Ah, vielleicht komme ich an die Clementine dran. Go on and grab the keys, warum kommt ihr nicht selber auf die Idee? Hm? Warum nicht? Come on, scoot. Warum nicht? Behind you. Clementine. Clementine, die Waffe. Ja, ne? Ja, warum? Ich kann die nicht anklicken. Und wie kann er denn mit der bloßen Hand mal einfach meinen Brustkorb durchbrechen? Ich hätte gerne Bedenkzeit. Mensch. Go on and grab the keys, Clem. Das kann ich euch doch nicht anbieten hier. Und warum nimmt er den nicht? Behind you. Oder muss ich dann nochmal darin raufklicken, oder was? Nee. So macht das nicht? Ist das jetzt wieder ein Bug? Muss ich jetzt wieder das Spiel neu starten? Warum geht es nicht, hä? Warum geht es nicht? Go on and grab the keys, Clem. Come on, scoot. Einmal mache ich jetzt noch. Behind you. Ups. Du, 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 du. Du, 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 du. Na, das kann doch nicht alles. Das ist doch alles nicht möglich hier. Ach, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung.